bin ich schon wieder da. Werdet mich nicht so schnell los. Echt gehabt. Jetzt kündige ich wieder einen berühmten Stargast von uns an. Hoffentlich ist er auch noch da. Emily Collet. Emily. Ja, da komm doch mal endlich auf die Bühne. Du Ass. Ihr machtet ja ganz, ganz große Klasse auch. Ich soll mich in der Nähe vom Tisch aufhalten, warum auch immer. So, ich bin da, um die Klemmschwester zu vergeben. So, ja, man muss sich ja immer irgendwo aufbewahren, wa? So, wo ist denn die Klemmschwester eigentlich? Hab ich die schon da? Okay, ich fange einfach mal an. Und ja, also wer es noch nicht weiß, verrate es gleich am Anfang mal. Ja, ich bin CDU-Mitglied und bin sogar stolz drauf. So, so und zwar die folgende Klemmschwester geht an. Haben wir irgendeinen Trommelwirbel oder was Schönes? Mach mal. Haben wir nicht. Gut, die folgende Klemmschwester geht an Katharina Reiche. Gleich und gleich soll auch vom Finanzamt gleich sein. Gut, dass es jetzt auch immer mehr in der Union einzieht. Vorgemerkt, immer mehr, längst nicht alle. Im Zuge der Debatte um das Ehegattensplitting, auch für homosexuelle Lebenspartnerschaften, hat vor allem eine den Schuss nicht gehört, Katharina Reiche, die folgenden Satz in einem Interview mit der Bild-Zeitung aussprach. Unsere Zukunft liegt in der Hand der Familien, nicht in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften. Neben der Euro-Krise ist der demografische Wandel die größte Bedrohung unseres Wohlstands. Danke schön, Frau Reiche. Tja, also, die Ehe zwischen Mann und Frau steht unter besonderem Schutz, weil sie grundsätzlich auf die Weitergabe von Leben ausgerichtet ist. So ihr Argument, Frau Reiche. Im Grundgesetz steht zwar, Ehe und Familie stehen unter besonderem Schutz der staatlichen Ordnung. Aber von Ehe zwischen Mann und Frau steht halt nichts. Was da unweigerlich in dem Argument mitschwingt, ist der Vorwurf, Homos, ihr seid selber schuld. Ihr habt euch eure Neigung ausgesucht, nun müsst ihr auch die Nachteile hinnehmen. Oder aber ihr überlegt es euch nochmal, werdet hetero und kriegt viele Kinder und kommt in den Genuss der ehelichen Steuervorteile. Falls es euch schwerfallen sollte, gibt es tolle Seminare, in denen euch kreuzbrave Kirchenleute zurück auf den richtigen Weg bringen. Ja, manche sagen sogar, Homosexualität sei heilbar. Wie eine Krankheit, aber im Ernst. Jeder einigermaßen vernunftbegabte Mensch weiß doch inzwischen, dass Homosexualität eben keine Krankheit ist. Dass Mann und Frau es sich eben nicht aussuchen können. Ob sie nun Frauen oder Männer lieben. Das hat allein der Vater im Himmel so entschieden. In Wahrheit wollen sie doch gar nicht, dass zwei Frauen oder zwei Männer ein Kind großziehen, wenn es ihnen wirklich um das Fortkommen der Gesellschaft und die Zukunft des Vaterlandes gehen würde, dann würdet ihr euch nicht so vehement dagegen sträuben. Das Schwule und Lesben Kinder adoptieren, verdammt normal. Meistens ja Kinder, deren Mutter und Vater meist nicht so gute Eltern sind, wie sie es vielleicht wünschen. Es kann nicht sein, dass in ihrem konservativ-katholischen Kopf, ja, nicht sein darf und das dann noch mit, was nicht sein darf, was eben ist und das dann auch mit Geld belohnt wird. Nein, das ging nun wirklich zu weit. Wissen Sie was, mir geht es nun gar nicht darum, ob schwule oder lesbische Lebenspartner nach dem Steuerbescheid mehr oder weniger Geld haben. Nein, mir geht es darum, dass Homopaare genauso viel oder wenig wie Heteropaare bekommen. Denn schließlich darf man doch niemanden dafür belohnen oder bestrafen, wofür er oder sie nichts kann. Ich sage, gleiche Rechte auch für Heteros. Außerdem eine Gefährdung für Wohlstand der Gesellschaft und sind engstirnige Politiker oder Politikerinnen, ich bin ja politisch korrekt, wie sie eine sind. Wäre zu Zeiten der Frauenbewegung ähnlich engstirnig gehandelt worden, ständen sie noch immer hinterm Herd, hätten kein Wahlrecht und wären dem Mann gegenüber weiterhin nicht gleichberechtigt, Frau Reiche. Sie
heißt es so schön, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Genau das empfehle ich Ihnen als CDU-Mitglied, liebe Frau Reiche. Sie sind die Staatssekretärin im Umweltministerium und nicht, wie in einem Kabinett Stoiber angedacht, Familienministerin. Somit halten Sie sich doch einfach in Zukunft zurück bei Themen, von denen Sie keine Ahnung haben. Diese Klemmschwester, wo ist sie denn? Diese hier, dieser Penis in Gurkengestalt, soll Ihnen dabei eine Gedankenstütze sein. Sollte, liebe Frau Reiche, bei Ihnen doch ein Sinneswandel eintreten und Sie doch was Vernünftiges zum Thema Familie beitragen können, vielleicht durch die eigene Erfahrung, dass eins ihrer drei Kinder als alleinerziehende Mutter doch rein zufällig homosexuelle Lebensweise bevorzugen würde, bin ich mir sicher, die Bild-Zeitung schenkt Ihnen auch dann Gehör. Und gleichzeitig wäre das nichts anderes als Gottes Gerechtigkeit. Danke, Frau Reiche, für Ihre dummen Kommentare. Gehen Sie dahin, wo Sie hingehören. Schönen Tag noch. Hier ist die Hummelburg für Frau Reiche. Ist sie denn da? Diese feige Fotze sage ich jetzt nicht. Weil das wäre viel zu schön für sie. So. Ist sie denn da? Nein, aber du siehst fast aus wie eine. Hier. So. Danke, Frau Reiche. Schön, Emily. Danke. Vielen Dank. Großen Applaus, Emily Kollegin. Ja, gerechte Strafe Gottes. Da kommen wir zu Gott, kommen wir gleich noch. Jetzt aber erst nochmal eine Nummer von uns, den Jungs.